Hallo, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem sehr nachgefragten Thema, worüber ich endlich und im Detail mit euch sprechen möchte. Und zwar sprechen wir heute über das Cycle Thinking. Ich habe damit jetzt vor ein paar Monaten angefangen und versuche das jetzt wirklich so komplett in meinen Alltag und in meine ganzen Routinen einfließen zu lassen. Und ich habe da unglaublich viele Fragen zu bekommen. Deswegen möchte ich doch heute eine Podcast-Folge drüber sprechen. Also vielleicht einmal ganz kurz, was ist Cycle Thinking? Ich habe mich da jetzt in letzter Zeit viel mit beschäftigt und Bücher drüber gelesen, mich irgendwie viel nochmal einfach informiert und mich damit auseinandergesetzt. Und zwar geht es beim Cycle Thinking darum, dass eine Frau einfach nochmal einen anderen Rhythmus hat als jetzt auch ein Mann zum Beispiel. Bei Männern ist es so, dass die täglich die gleichen Hormone haben, also täglich werden die gleichen Hormone ausgeschüttet und deswegen ist jeder Tag zumindest von den Hormonen gleich. Und bei einer Frau ist es eben so, dass es den Vier-Phasen-Zyklus gibt und die Hormone in diesen Phasen einfach variieren. Und dementsprechend hat man zum Beispiel in einigen Phasen mehr Energie, in anderen Phasen weniger Energie. Und es hat irgendwie so viel Sinn auf einmal gemacht, dass man sich auch an einigen Tagen einfach anders fühlt, dass man manchmal das Gefühl hat, so, okay, warum bin ich heute jetzt nicht so outgoing wie sonst? Warum habe ich weniger Energie? Warum habe ich mehr Hunger? Warum möchte ich eher Pilates machen, als laufen zu gehen? All sowas lässt sich dann auf einmal eher auf die Zyklusphasen zurückführen. Und das ist eben Cycle Thinking, dass man mit seinem Zyklus isst. Da gibt es spezielle Lebensmittel, die einfach besser zu der Zyklusphase passen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass man in diesen Phasen auch einfach mehr Hunger auf solche Sachen hat. Also es ist total, total interessant. Ich habe eh das Gefühl, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr werden mir einfach die Augen geöffnet. Und ich bin richtig oft so, ah, deswegen. Und es ergibt irgendwie alles so viel mehr Sinn. Und ihr merkt es, ich bin irgendwie auch, keine Ahnung, ich bin total involviert in dem Thema. Ich spreche total viel momentan drüber und keine Ahnung, ich bin einfach super begeistert, wie viel Auswirkungen das auf meine Gesundheit, auf mein gesamtes Leben hat. Ja, es ist so groß, wie es klingt. So, auf jeden Fall, was wollte ich eigentlich sagen? Also man kann mit seinem Zyklus essen, mit seinem Zyklus Sport machen. Wie gesagt, Energielevel ist einfach anders. Und man kann auch so die Aufgaben, die man zu tun hat, da anpassen, weil die gewissen Zyklusphasen ein anderes Produktivitätslevel mit einem anderen Produktivitätslevel einhergehen und man manchmal einfach so einen unterschiedlichen Fokus hat. Und in dieser Folge möchte ich jetzt drüber sprechen, einfach alles, was ich mir angeeignet habe, was ich mir rausgesucht habe. Ich bin schon eine kleine Research-Maus, aber ich möchte jetzt hier nicht, dass ihr den Anspruch habt, dass hier alles mit Quellen gefestigt ist, whatever. Ich möchte jetzt einfach die Sachen mit euch teilen, die ich in meinen Alltag eingeführt habe und die mir gut tun und ja, Dinge, die ich herausgefunden habe. Nur, dass das einmal als Disclaimer klar ist. Und was ich dann auch nochmal loswerden möchte, ich finde es irgendwie crazy, dass ich mich davor noch nie damit beschäftigt habe und dass es mir nie wirklich über den Weg gelaufen ist. Und ich finde es, also ich finde es so wichtig, dass man sich mal damit beschäftigt. Und irgendwie habe ich es auch mal so ein bisschen von mir weggeschoben. Also ich hatte das schon so ein, zwei, dreimal auf der For You-Page und war ich immer so, ja komm. Also der Zyklus ist halt da, ich kann damit umgehen, aber ich muss mich damit jetzt nicht weiter beschäftigen. Und ich dachte, es ist so ein Hokuspokus, dieses Cycle Thinking. Aber liebe Leute, it's not. Und keine Ahnung, es tut mir so ultra gut. Deswegen würde ich da jetzt, keine Ahnung, man muss ja nicht so intensiv drauf achten. Aber ich finde es einfach gut, dass man ein paar Erklärungen hat für sein Verhalten und wie man sich fühlt. Und keine Ahnung, wenn ich meinen Körper da einfach ein bisschen unterstützen kann, dann bin ich auf jeden Fall bereit, das zu tun. Und ich finde es halt einfach so krass, dass man das nie irgendwie mal, dass einem das nie mal beigebracht oder erzählt wird. Einfach so der Fakt, dass Männer und Frauen doch so unterschiedlich sind, einfach von den biologischen Prozessen. Und auch das mit den Hormonen, das war mir nie bewusst, bis ich halt mal meine Hormone beim Frauenarzt checken lassen habe. Und übrigens, das auch nochmal vielleicht als kleiner Hint. Ich habe beim Frauenarzt meine Hormone überprüfen lassen und da haben wir eben herausgefunden, das war eine super Frauenärztin, muss ich auch sagen, die hat eben herausgefunden, dass meine Hormone nicht ganz im Gleichgewicht sind. Und das kann ich eigentlich auch mal mit euch teilen, weil da, glaube ich, auch nicht viel drüber gesprochen wird. Und ich glaube, dass viel mehr Menschen haben, als festgestellt wird zum Beispiel. Bei mir wurde nämlich jetzt das PCO-Syndrom festgestellt. Die Langform ist ein komplexer Ausdruck, aber einen Moment, ich erzähle ihn euch. Also das PCO-Syndrom ist das polyzystische Ovarialsyndrom und es ist tatsächlich die häufigste Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter und es haben so 5-10%. Und ich glaube auch, das meint auch meine Frauenärztin, dass es halt eigentlich noch mehr Leute haben, aber es einfach nicht so oft getestet und nicht so oft herausgefunden wird. Ich musste nämlich zweimal Blut abnehmen, damit sie zwei verschiedene Zyklusphasen überprüfen konnte, wie die Hormone da sind. Und die Diagnose ist da auch nach dem Ausschlussprinzip. Also wenn ausgeschlossen ist, dass es eine andere Hormonstörung ist, dann wird erst darauf geschlossen. Und es ist auch so, wenn
zwei von drei Faktoren zutreffen, dann wird es festgestellt. Auf jeden Fall, wie man das feststellen kann, wie gesagt, einmal die Hormone checken lassen beim Frauenarzt. Dann ist ein häufiges Symptom, dass der Zyklus einfach viel zu lang ist. Und das liegt eben genau daran, dass die Hormone nicht im Gleichgewicht sind. Also bei PCOS ist es so, dass es erhöhte Androgene gibt, das sind die männlichen Hormone. Und keine Ahnung, also man kann es anhand der Blutwerte, wie gesagt, feststellen. Und dadurch kommt es manchmal nicht zum Eisprung. Und es kann dann halt später ein bisschen schwieriger werden, schwanger zu werden. Und so grundsätzlich, die Diagnose ist jetzt überhaupt nicht so schlimm. Es ist nur, also man kann es auch nicht heilen, in Anführungszeichen. Man kann halt nur besser damit umgehen und seinen Körper einfach unterstützen, dass die Hormone im Gleichgewicht sind und einfach die Symptome lindern, sodass man eigentlich gar nicht merkt, dass man es hat. Ja, genau. Also daran merkt man das zum Beispiel, längerer Zyklus. Dann kann es zu einer Insulinresistenz kommen und allgemeinen Stoffwechselstörungen. Ich glaube tatsächlich, die Quote, die ist ganz erschreckend. 3 von 4 Frauen, die das haben, sind übergewichtig. Und ich war so, oh mein Gott, nein. Ja. Dann kann es noch zu mehr Haarwachstum führen, Akne und aber auch Haarausfall, also am Kopf, ne? Den Haaren. ja, das sind so die Symptome. Und dann gibt es noch einige, die der Frauenarzt fest oder die Frauenärztin feststellen kann. Ich wollte es einfach nur mal erzählen, weil mir das nicht bewusst war, dass es das gibt. Also sie hat mir das erzählt und ich war so, was zur Hölle? Und es ergibt irgendwie vieles Sinn. Also ich würde nicht sagen, dass ich es jetzt doll gemerkt habe. Ich habe aber auch nie drauf geachtet. Ich merke aber schon, dass es mir jetzt, seit ich drauf achte und da so ein bisschen entgegenwirke, besser geht. Man kann nämlich einige Sachen machen. Also man kann Supplements nehmen. Es gibt ja einige, die speziell halt dafür sind, die Hormone auszugleichen und das alles ein bisschen zu unterstützen. Und es gibt so einige, ja, Sachen, wo man bei der Ernährung darauf achten kann, und da ist auch wieder Bewegung und sowas alles tut gut. Cortisolspiegel senken tut gut, und eben allgemein Cycle Syncing ist da halt einfach super hilfreich. Und deswegen wollte ich da einfach mal drüber sprechen. Ich habe erst überlegt, ob ich es erzählen soll, weil irgendwie, keine Ahnung, finde ich, überlegt man bei sowas immer. Aber das ist, finde ich, genau das Problem, dass einfach nicht drüber gesprochen wird und deswegen viele Leute gar nicht wissen, inklusive mir, dass sowas existiert. Also falls, keine Ahnung, falls ihr da eine Vermutung habt oder ihr das mal überprüfen wollt, könnt ihr nochmal nachschauen, was da so die Symptome sind, ob es bei euch zutreffen könnte, oder einfach beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin mal nachfragen, weil das einfach mehr Leute haben, als man denkt. Und dann, das möchte ich mit euch teilen, das ist einfach so crazy. Wie gesagt, auch dadurch war mein Zyklus einfach immer viel zu lang. Also ich hatte so einen Zyklus von 38 Tagen, der normalerweise 28 Tage sein sollte. Also 10 Tage länger, das ist total viel. Und jetzt habe ich drauf geachtet und die letzten 3 Monate war mein Zyklus einfach komplett regelmäßig und normal lang. Also einmal 26 Tage, 27 Tage und 22 Tage. Und ich war so, oh mein Gott, ich finde es irgendwie so verrückt, dass man dann auf sowas einen Einfluss hat, wo man immer denkt, dass man da vielleicht gar nicht viel bewirken kann. Und deswegen muss ich diesen Fakt einfach mit euch teilen, um nochmal zu verdeutlichen, wie viel man da eigentlich machen kann und wie wichtig das vielleicht auch ist. Und wisst ihr, dass einfach bei mir funktioniert, obwohl ich halt dieses Hormonungleichgewicht habe und jetzt scheinbar alles so, dass sich so sehr verbessert hat. Man kann nämlich auf einige Sachen achten, die einem Hinweis darauf geben, wie im Einklang gerade alles ist und ob alles in Ordnung ist. Okay, wir starten hier jetzt direkt mitten ins Thema. Aber es sind halt so Sachen wie, wie lang ist der Zyklus? Wie fühlt man sich beim Zyklus? Auch, dass man so starke PMS-Symptome hat, ist auch nicht so normal. Und auch, dass es so doll wehtut. Das kann manchmal schon damit zusammenhängen, dass irgendwie gerade alles nicht so ganz im Gleichgewicht ist. Dann die Farbe vom Blut tatsächlich. Ausfluss, also was. Also das sollte man alles so ein bisschen beobachten. Und ich bin jetzt auch gerade dabei. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Viele Infos, viele Details. Aber gut, wichtig drüber zu sprechen. Genau, das sollte man vielleicht alles so ein bisschen tracken. Ich bin nämlich jetzt gerade dabei. Das ist auch eine Sache. Ich habe nie wirklich mein... Ihr merkt, ich bin total excited. Okay, kurz atmen. Also, ich habe eigentlich davor nie wirklich meinen Zyklus getrackt. Sondern immer nur so ungefähr im Blick behalten, wann ich meine Tage bekommen müsste. Und jetzt tracke ich wirklich ganz genau, wann ich meinen Zyklus habe, wie lange ich den habe, wie doll und auch viele andere Symptome. Konnte ich schlafen oder nicht? Hatte ich viel Energie? Hatte ich Hunger auf irgendwas Spezielles? Dass man das alles einfach mal aufschreibt. Ich habe da die App, die heißt, ich glaube, die ist NoFlow, F-L-O. Das ist ein Cycle-Tracker und da kann man halt alle möglichen Symptome eintragen. Und das mache ich jetzt ganz explizit. Und da wird dann eben auch direkt
getrackt, ist der Zyklus normal lang, gibt es vielleicht Symptome, die auf irgendwas hinweisen könnten, dass irgendwas nicht im Gleichgewicht ist. Und das kann ich euch empfehlen. Mädels, wenn ihr das noch nicht macht, los geht's. Also fangt damit an, dass ihr sowas alles aufschreibt, weil das ganz, ganz viel über eure Gesundheit aussagt und wie eure Hormone, ob die im Gleichgewicht sind oder nicht. Genau. So, also das wollte ich jetzt alles einmal loswerden. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal damit, dass ich so ein bisschen über den Zyklus spreche, welche Phasen es gibt und einfach alles, was so vielleicht an groben Infos, dass man einen Überblick hat, wichtig ist. Und zwar besteht der weibliche Zyklus aus 4 Phasen. Bevor ich mich damit beschäftigt habe, kannte ich nämlich eigentlich nur die Menstruationsphase und war dann irgendwann so, ha, lustig, dass es noch mehr gibt. Also, es gibt die Menstruationsphase, es gibt die Follikelphase, die Ovulationsphase und die Lutealphase. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ein bisschen damit, dass ich ein bisschen erzähle, was die einzelnen Phasen sind. Und ich finde eigentlich, da gibt es eine ganz gute Analogie zu den Jahreszeiten. Und deswegen, ich finde, das ist eigentlich so das einfachste Bild, dass man einfach einen Überblick dafür bekommt. Und irgendwie fällt mir das am leichtesten, das so damit zu verbinden. Und deswegen würde ich sagen, starten wir mit dem Frühling. Und der Frühling ist die Follikelphase. Und das ist die Phase direkt nach der Menstruationsphase. Ich glaube, das ist so als Anhaltspunkt nicht so schlecht. Und diese dauert etwa 7 bis 10 Tage und hier steigt der Östrogenspiegel. I don't know, ich glaube, das Biologische bringt mir jetzt nicht so viel, euch vielleicht auch nicht. I don't know, aber ich dachte, ich sag's mal dazu. Und hier, so der Frühling, es ist der Anstieg der Energie, die Stimmung, das Wohlbefinden wird wieder besser nach der Menstruationsphase. Und hier ist so die Phase, wo man auch mehr körperliche Aktivität wieder machen kann, wo man viel Cardio zum Beispiel machen kann, laufen gehen, schwimmen gehen, das habe ich jetzt in letzter Zeit immer gemacht, wo man sich einfach fit und gut fühlt, wo man Neues erleben möchte. Man wird einfach wieder so ein bisschen frischer und ich finde, es passt total gut zum Frühling und auch zum Essverhalten. Ich bin jetzt gerade in der Follikelphase, ich weiß ganz genau, was man essen muss. Da ist es eher so frisches Essen, so Salat, fermentiertes Zeug, zum Beispiel Pickles, Kimchi, Oliven. Es sind viel Zitrusfrüchte, Zitronen, Grapefruits, Orangen, als Proteine so Eier oder Chicken, eher so leichte und proteinhaltige Sachen. Genau, das ist so die Follikelphase. Ich habe dazu eine gute Tabelle, wo ich mich immer dran orientiere, was man in welcher Phase, um den Zyklus zu unterstützen, essen kann. Die kann ich euch mal auf Instagram posten. Dann könnt ihr euch da einfach einen Screenshot von machen. Daran orientiere ich mich. Und ich würde sagen, jetzt sage ich einfach so ein bisschen dazu, was so der allgemeine Stimmung der Phase ist. Genau, also das ist die Follikelphase. Man hat viel Energie. Und ich habe mir tatsächlich auch so eine Tabelle ausgedruckt. Die hängt an meinem Schreibtisch bei meinem Vision Board, falls ihr das gerade vor Augen habt. Wo eben einmal Cycle Syncing in Bezug auf die Produktivität aufgeführt ist. Und in der Follikelphase, das teile ich jetzt auch mal mit euch, geht es viel um Kreativität, Brainstorming, neue Möglichkeiten erforschen, neue Leute kennenlernen, was Neues lernen, nochmal, keine Ahnung, sich einfach nochmal ein bisschen neu entdecken vielleicht auch, seine Vision und Intention einmal nochmal neu definieren. Und das ist so die Sache. Der Frühling, ne, alles ist ein bisschen, möchte einfach ein bisschen was Neues machen. Genau, das ist zur Follikelphase, 7 bis 10 Tage. Und jetzt kommen wir zur Ovulationsphase. Die Phase ist kurz, die geht nur 3 bis 5 Tage. Das ist in der Mitte, ja, je nachdem, wo man anfängt halt. Ich glaube, teilweise beginnt der Zyklus quasi in der Menstruationsphase, teilweise in der Follikelphase. Ich glaube, eher in der Menstruationsphase. Aber wir haben jetzt mit der Follikelphase wegen Frühling und sowas angefangen. Auf jeden Fall geht diese Phase 3 bis 5 Tage. Und das ist die Phase des Eisprungs. Ich glaube, das ist eigentlich ein Begriff. Und in dieser Phase ist Östrogen und Testosteron am Höhepunkt. Und in dieser Phase ist eigentlich auch alles am Höhepunkt. Energie ist ganz hoch. Man kann super viel anstrengen, also man kann anstrengenden Sport machen. Man kann viel erledigen. Man möchte gerne unter Leute gehen. Das ist so, ja, der Peak einfach. Und zum Beispiel steht hier auf meiner Produktivitätsliste, dass man hier ein neues Business droppen soll, dass man neue Ideen in den Raum werfen soll, dass man sich mit anderen connecten soll. Gute Gespräche führen soll, be seen and heard, also was man ist da einfach gerade, ja, da ist time to shine. Und das ist, glaube ich, auch die Phase, da gibt es ein paar Studien zu, wo man am attraktivsten wirkt und wo man einfach so richtig anziehend ist. Ja, das ist die Ovulationsphase. Da kann man dann zum Beispiel auch so Hit-Workouts machen oder so einen anstrengenden Run. Da kann man sich einfach ein bisschen herausfordern, da hat man super viel Energie und da ist einfach alles am Höhepunkt. Und auch essenstechnisch, wie gesagt, ich glaube, das ist am einfachsten, wenn ich euch da die Liste rein
reinstelle, weil das ist jetzt eine relativ kurze Phase. Ich kann ja mal ein, zwei Sachen sagen. Also da kann man zum Beispiel Quinoa essen, Mais, Tomaten, Spinat, Rotlinsen, ja, Lachs, Thunfisch, Shrimps. Und hier ist auch so die Phase, wo man dann mal so Alkohol, Chocolate, Coffee, wo das der Körper einfach richtig gut verträgt, weil das da einfach dazu passt. So, keine Ahnung. Das steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Und dann machen wir weiter. Das ist auf jeden Fall auch der Sommer. Und ich finde, es passt auch sehr gut. Sommer ist so viel Energie, es passiert viel, man möchte viel unternehmen. Und ich finde, deswegen passt das. Also ich finde die Analogie wirklich perfekt. Jetzt kommen wir zur Lutealphase, dem Herbst quasi. Die beginnt dann nach der Ovulationsphase und die ist länger. Die geht 10 bis 14 Tage und die kann man eigentlich nochmal, das habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, in zwei Phasen einteilen. In der ersten Phase aber nochmal relativ, hat man schon, ja, mäßig viel Energie und in der zweiten Phase bereitet sich der Körper dann auf die Menstruation vor. Man hat mehr Hunger, da ist so ein bisschen die Phase, wo auch PMS sein würde, wo man vielleicht auch so ein bisschen komisch drauf ist. Und was hier jetzt auch gerade steht, das kann so zu Symptomen wie Reizbarkeit, Wassereinlagerung und Heißhungerattacken führen. Oh mein Gott, ich merke gerade. Ich glaube, ich hatte letztes Mal in dieser Phase wirklich Wassereinlagerung. Das war total komisch. Ja, genau. Also das ist die Lutealphase. Da ist auch produktivitätstechnisch, dass man sich nicht so um große Projekte kümmern soll, sondern eher so detaillierte Arbeit machen soll. In meiner letzten Lutealphase habe ich mich zum Beispiel voll um diese ganzen Details bei meinem kleinen Rebranding gekümmert. Ich habe so ein neues Kanalbanner gemacht. Ich habe mich da, keine Ahnung, so alles irgendwie fertig gemacht. Und das Bigger Picture hatte ich schon in der Follikelphase dann, also zu meiner Vision ja, mir überlegt. Und genau, das ist so in der Phase. Man soll sich um Selfcare auch kümmern. Und da hat man einfach nicht mehr so viel Energie. Das ist aber die Phase, wo man zum Beispiel Pilates machen kann und so nicht zu anstrengendes, wie sagt man, Gewichtstraining. Also da ist so Muskelaufbau. Genau, das ist da so die Phase. Und dann schauen wir nochmal essenstechnisch rein. Essenstechnisch haben wir da zum Beispiel braunen Reis, Gurke, Ginger, Pumpkin, Süßkartoffel, Apfel, Peach, ja, sowas alles. Beef und Turkey. Ja, genau. Also jetzt nochmal, um ein paar Sachen zu nennen. Ich glaube, es ist am leichtesten mit der Liste. Und ja, genau, das ist die Lutealphase. Und jetzt kommen wir dann zur Menstruationsphase. Die beginnt mit dem Einsatz der Menstruation und geht 3 bis 7 Tage. Und vielleicht nochmal zur Lutealphase. Da ist es nämlich auch zum Beispiel völlig normal, das habe ich eben vergessen, dass man da mehr Hunger hat. Da braucht der Körper tatsächlich mehr Energie, um sich auf die Menstruation vorzubereiten. Und da wird auch mehr Energie verbrannt. Und deswegen hat man einfach mehr Hunger. Also das fand ich irgendwie auch spannend, weil ich merke schon so, warum habe ich in manchen Tagen einfach viel mehr Hunger als an anderen oder in manchen Phasen. Und jetzt habe ich schon gemerkt, dass es damit oft zusammenhing, dass sie einfach, ja, dass man einfach viel mehr Hunger hat. Genau, also das dazu. Jetzt zur Menstruationsphase. Ich glaube, da kennen die meisten schon die Symptome. Da kann es zu Müdigkeit kommen, Stimmungsschwankungen und auch so ein bisschen zu Krämpfen. Und da ist es eher so, da braucht man vielleicht mal ein bisschen Zeit für sich. Da möchte man ein bisschen die Sache ruhiger angehen. Das sind auch so die Tage, wo ich vielleicht mal Mittagsschlaf brauche, wo ich allgemein mehr Schlaf brauche, wo ich auch einfach mal im Bett liegen möchte, zusammengekuschelt und jetzt nicht, keine Ahnung, mich mit super vielen Leuten umgeben möchte. Und auch hier produktivitätsmäßig, das ist Zeit, um so einen kleinen Reset zu machen, um zu schauen, was man so die letzten Wochen erreicht hat, dass man so ein bisschen reflektiert und sich so ein bisschen auf die nächste Zyklusphase vorbereitet. Also genau, hier ist zum Beispiel Zeit für Big Picture Work, sich selbst einmal einschätzen und dass man in der Phase auch wirklich nicht zu hart mit sich ist. Ich finde, manchmal ist man so, wenn man keine Energie hat, hat man das Gefühl, dass man trotzdem alles irgendwie machen muss. Und ich glaube, eine der wichtigsten Erkenntnisse, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, war, dass es einfach produktivere und weniger produktive Phasen gibt und dass es mich nicht weniger produktiv macht, wenn ich mir mal eine Auszeit nehme. Wenn ich jetzt mal in der Menstruationsphase merke, so, nee, heute geht das nicht, ich kann mich nicht konzentrieren. Weil man kann natürlich nicht sein ganzes Leben daran anpassen. Manchmal hat man Abgaben, manchmal muss man sich um Dinge kümmern. Man kann das natürlich ein bisschen irgendwie anders gestalten, aber manchmal geht es ja einfach nicht so ganz. Und einfach zu lernen, es ist okay, wenn ich mir jetzt mal ein, zwei Tage Pause nehme, weil ich weiß, es kommt bald wieder eine andere Phase, wo ich gefühlt einfach doppelt so viel erledige. Das war einfach so ein super wichtiger Gedanke, den ich hatte,
der mir ganz viel Stress und Druck rausnimmt und der einfach vieles erklärt. Es ist so wichtig, dass man irgendwie manchmal einfach eine Erklärung hat und dass man weiß, woran es liegt. Und das erklärt für mich ganz, ganz, ganz viel. Und um das jetzt hier nochmal kurz zu Ende zu bringen, zu der Menstruationsphase, da ist es, also da hat man nicht so viel Energie, das ist auch mal okay, wenn man keinen Sport macht, da braucht der Körper das nicht unbedingt. Auch einfach, okay, warte, ich muss jetzt ganz kurz meine Gedanken sortieren. So, Menstruationsphase, das ist dann eher mal so ein Spaziergang, vielleicht ein bisschen Stretching, Entspannungs-Yoga, dass man sowas alles macht. Wenn man sich gut fühlt, dann kann man natürlich auch irgendwie was machen. Aber ich merke, dass ich in der Phase jetzt nicht so Bock habe, mich so sehr körperlich zu verausgaben. Und dann in der Menstruationsphase, da ist es auch sehr wichtig mit dem Essen, weil man da zum Beispiel Lebensmittel isst, die mehr Eisen enthalten, weil man einfach Blut verliert und sowas alles. Also Menstruationsphase, da haben wir Wildreis, rote Beete. Und ich finde, es ist halt irgendwie auch so genial, dass es tatsächlich so rote Lebensmittel sind, die man in der Phase essen sollte. Das ergibt irgendwie total Sinn. Dann haben wir sowas wie Wakame und Mushrooms, weil ich glaube, Wakame, das hat zum Beispiel Eisen. Hier alles mögliche an Früchten, Blaubeeren, Wassermelone, rote Trauben, genau, all sowas. Und da hat man auch eher so Bock auf Comfort Food. Gerichte, die man einfach gerne mag, warmes Essen. Es ist der Winter, man möchte so ein bisschen einkuscheln, ne? So ein bisschen, man braucht so ein bisschen Wärme von außen, damit sie nach innen kommt. Genau. Also, das ist die Menstruationsphase. Und was ich jetzt eben sagen wollte, ich habe auch einfach realisiert, dass es gerade als Frau irgendwie einfach wichtig ist, dass man seinen Körper nicht so die ganze Zeit immer ans Limit bringt. Man, diese ganzen Challenges von wegen so 50-Tage-Challenge, jeden Tag ein Hit-Workout, es funktioniert als Frau einfach nicht so wirklich, weil man einfach ganz andere Voraussetzungen hat als ein Mann. Und das ist nämlich auch der Punkt, das war ganz viel in den Büchern, die ich gelesen habe, dass alle oder dass die meisten Studien einfach an 1,80 großen Männern durchgeführt wurden und einfach super wenig Research bei Frauen betrieben wird. Und dass es bei Frauen dann zum Beispiel auch wichtig wäre, dass man eine Studie in den verschiedenen Zyklusphasen durchführt, damit es einfach repräsentativ ist. Und dass das einfach überall nicht der Fall ist. Ich fand das in dem Buch, was ich gelesen habe, das sage ich euch auch gleich nochmal, da war es halt ganz oft so, ja, und diese Studie ist dann auf das und das gekommen, allerdings war in dieser Stichprobe keine einzige Frau dabei. Und das war so in 5 Studien, wo ich mir dachte so, hallo, wie kann das eigentlich sein? Und deswegen sind zum Beispiel, glaube ich, auch so diese ganzen Abnehmsachen, Sport, Fitnesssachen gar nicht so wirklich, also in vielen Fällen gar nicht so wirklich auf Frauen beziehbar, weil diese Studien einfach nicht durchgeführt wurden. Und das war, ja, das fand ich einfach auch sehr spannend. Und ich realisiere einfach gerade, dass ich jetzt nicht, dass diese ganzen super anstrengenden Workouts nicht unbedingt die effektivsten sind. Und dass es einfach viel effektiver ist, wenn ich den Sport mache, der gerade zu meinem Energielevel passt. Und ich merke das jetzt auch schon voll. Also gefühlt habe ich so in letzter Zeit gar keine Fortschritte mehr gesehen, weil ich immer einfach nur im Gym war und laufen war und keine Ahnung. Und jetzt mache ich halt Sport, der zu meiner Zyklusphase passt. Und erstens habe ich meistens immer mega Bock auf den Sport, den ich da mache. Und ich merke einfach schon, dass es meinem Körper viel besser tut und dass sich irgendwie alles viel schöner formt. Und ich glaube, es hat mehrere Gründe, aber auch seit ich hier in Australien bin, auf einmal ist so Essen gar kein Problem mehr und ich auch einfach so Gewicht verloren habe, ohne dass ich drauf geachtet habe. Und war alles irgendwie einfach sehr interessant und es geht mir dadurch viel, viel besser. Und auch zu dem Essen, ich merke halt wirklich, dass ich in den einzelnen Zyklusphasen richtig Lust auf die Dinge habe, die man in dieser Zyklusphase essen sollte. Und ja, ich weiß es nicht, es ergibt so viel Sinn. Es ist so ein richtiger Full-Circle-Moment und ich finde es einfach klasse. Ich glaube, ihr merkt auch, ich rede sehr begeistert drüber. Ich finde es einfach total toll und ich bin froh, dass ich mich jetzt endlich mal damit beschäftigt habe. Empfehlungen, die ich euch geben kann. Ich habe ein super gutes Buch gelesen und ich habe es eher gehört. Das heißt In the Flow. Das ist von der Autorin. Oh mein Gott, das muss ich kurz nachschauen. Also die Autorin heißt Alisa whatever Vitti. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Alisa Vitti. So wird es auf jeden Fall geschrieben. Also In the Flow. F-L-O wird es geschrieben. Das habe ich halb gelesen, halb gehört. Kann ich sehr empfehlen. Es war sehr, sehr wichtige Infos sind da einfach drin. Dann habe ich einige Podcasts drüber gehört. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Und tatsächlich finde ich, dass es auch gute TikToks dazu gibt, die manchmal einfach nochmal so ein bisschen, ja,
einfacher darauf eingehen, was man machen kann, was für Meal Prep man zum Beispiel machen kann. Und ja, das fand ich sehr gut. Und, was wollte ich gerade noch sagen? Ach genau, auf Pinterest gibt es ganz viele tolle Tabellen, wo zum Beispiel draufsteht, was man essen sollte in den einzelnen Zyklusphasen, was für einen Sport man machen kann, wie das Energielevel ist. Also da gab es einfach so schöne Übersichten, fand ich, zu den einzelnen Zyklusphasen. Und das kann ich euch definitiv empfehlen. Und das hat mir sehr geholfen, einfach dieses ganze Thema besser zu verstehen, weil ich davon, also ich hatte null Ahnung davor. Und das hat jetzt ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich das weiß. Und ich muss auch immer noch im Supermarkt nachschauen, so okay, was könnte ich jetzt einkaufen, was wird ganz gut dazu passen. Und auch beim Sport gucke ich immer noch mal nach. Also ich denke, das ist im Allgemeinen einfach so ein bisschen Learning by Doing, dass man einfach auch selber merkt, was tut meinem Körper gut. Und ich glaube, es ist allgemeine Sache, die ich halt gerade lerne, so ein bisschen mehr auf meinen Körper zu hören und zu schauen, wie ich mich eigentlich fühle, weil mir mein Körper das natürlich am allerbesten sagen kann, aber ich das super schwierig finde. Und ja, ich glaube, dadurch kann ich meinen Körper einfach besser verstehen und kann besser einschätzen, was man in dem Moment braucht. Und mir nimmt das einfach ganz, ganz viel Stress und Druck raus, dass ich mich da mal mit beschäftigt habe. Gerade auch so, keine Ahnung, dass ich jetzt zum Beispiel vorgestern, wo ich in der Menstruationsphase war, einfach richtig Bock hatte zu snacken, Lust auf Schokolade hatte, Lust auf, keine Ahnung, irgendwie alles hatte und auch voll Hunger hatte, dass ich dann einfach merke so, ja okay, es ist normal, es ist gerade eine anstrengende Phase für den Körper und man einfach in dem Moment dann schon weiß, die nächste Phase wird wieder anders. Jetzt bin ich gerade in der Follikelphase, wo ich weiß, dass man da tendenziell ein bisschen weniger Hunger hat, dass man mehr Bock auf gesunde Sachen hat und all sowas und auch wieder mehr Energie und Motivation hat. Und ich finde es einfach, ich finde es so interessant. Und ich möchte euch mit dieser Podcast-Folge wirklich ans Herz legen, euch da mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Und ich hoffe, dass ich euch da gerade schon mal einen kleinen Überblick geben konnte mit dem Wissen, was ich habe und mit, ja, dass man einfach schon mal so ein bisschen so ein Gefühl für das Thema bekommt. Und vielleicht konnte ich euch ein bisschen motivieren, euch weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Und mich würde mal sehr interessieren, ob ihr euch schon mal mit dem Thema beschäftigt habt oder ob es für euch jetzt auch alles gerade so ein bisschen Neuland ist wie für mich. Und ja, seid ihr dem Ganzen mal über den Weg gelaufen? Das möchte ich bitte unbedingt wissen. Also bitte schreibt mir dazu, weil ich es irgendwie immer noch krass finde, dass mir das nie wirklich über den Weg gelaufen ist. Deswegen, also ich möchte wissen, wie es bei euch war. Und wenn ihr das schon mal macht oder gemacht habt, habt ihr einen Unterschied gemerkt? Wie geht es euch damit? Tell me. Ich möchte mich ein bisschen mit euch austauschen. Ich bin nämlich total begeistert und ich bin gerade total in diesem Thema drin. Wahrscheinlich gehe ich auch allen ein bisschen mit auf die Nerven, weil ich bin immer so, nee, ich weiß noch nicht, ob ich damit laufen gehe, weil das passt gerade nicht so ganz zu meiner Zyklusphase. Also nicht ganz so extrem, aber schon ein bisschen. Und auch so mit dem Essen achte ich halt ein bisschen drauf und möchte einfach allen Leuten so ein bisschen davon erzählen, was so interessant ist. Ja, und deswegen bin ich gerade sehr froh, dass ich das alles in meiner Podcast-Folge loswerden konnte. Ich hoffe, dass die Folge interessant war und dass es euch interessiert hat. Ich bin sehr begeistert. Wie gesagt, ich sag's gerne nochmal. Und lasst mich gerne wissen, ob ihr mehr dazu hören wollt, ob wir da nochmal mehr im Detail drüber sprechen sollen. Ich glaube, es ist nämlich ein sehr großes und komplexes Thema, was noch gar nicht so, ja, viel besprochen wird, wie es wahrscheinlich eigentlich notwendig wäre. Und genau, ihr süßen Mäuse, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ihr könnt da einfach die Sterne anklicken. Gerne 5 natürlich. Und abonniert auch gerne den Podcast, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Es freut mich sehr, dass ihr dazugehört habt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wenn auch immer ihr die Folge hört. Und dann bis zur nächsten Folge und ein dickes Küsschen an euch alle. Muah.